Willkommen, meine lieben Freunde, hier inmitten der finsteren Festung im Himmel. Wir sind im Begriff, uns dem bösen König Urnoga entgegenzustellen, doch dazu müssen wir uns erstmal den Weg durch seine Basis bahnen. Und das ist gar nicht so leicht, wie man es vielleicht denken mag, denn hier sind überall bösartige Kreaturen, Wächter und finstere Gestalten, die wir zunächst einmal aus dem Weg schaffen müssen. So, und dazu spielen wir weiter und ja, hallo und herzlich willkommen, ne? Weiter geht's. So, da hinten ist nämlich schon diese Dame, der so leicht abwesend wirkt auf uns. Ist das überhaupt ein Gegner, ist die Frage, oder ist das vielleicht eine Frau, die auf den richtigen Mann nur wartet? Wir fragen sie einfach mal und ich glaube, das ist eine ganz klare Antwort von ihr. Das ist nämlich eine Death Mademoiselle. Eine Todesmademoiselle. Na, dann wollen wir sie mal ihrem Namen ein wenig näher bringen und sie ganz schnell in den Tod befördern. Das geht ganz schnell, denn die ist relativ schwach gegen Windangriffe anscheinend. Na gut. Erstmal nach links und nach rechts blicken. Hier sind dann viele Todesmademoiselles. Die Frage geht hier. Da muss ich wahrscheinlich gleich weiter. Ha? 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 Ich gehe erstmal hier lang. Hier zu dem magischen Zirkel. Oh! Was soll das denn jetzt bedeuten? Ein Schleimkönig sowie Kuttenträger. So. Also Evil Mage haben wir hier und Slime Behomazum. Den will ich mal gleich vernichten. So. Kurando, kümmere dich um die Kuttenträger. Die beschwören Mahoton und wollen uns so zum Schweigen bringen. Das gelingt ihm sogar. Oh, oh, Meda. So, mach. Das hat gesessen. Xenia kann leider jetzt nicht zaubern. Das heißt, sie schlägt einfach zu. Und Greg kümmert sich derweil um die fiesen Zauberer. So. Das war's dann auch schon. Für die Kollegen. Ach, guck mal an. Da geht's gleich weiter. Aber erstmal kümmern wir uns um die beiden hier. Oh ja! Und das war auch die richtige Entscheidung. Nein! Nein! Das war die falsche Entscheidung. Verdammter Mist! Das war aber fies, oder? Das war jetzt richtig räudig. Das macht man doch nicht. Man setzt mir doch nie einen Metallschleimkönig vor und lässt ihn gleich im ersten Moment wegrennen. Ach, so ein Mist. Nochmal vielleicht? Nee? Naja, schade. Wobei das hier der richtige Moment wäre, eigentlich aufzupowern ein bisschen. Wenn schon die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, einen Metallschleimkönig zu treffen. Ist schon nicht schlecht, echt. Und so ein paar Level könnten eigentlich nicht schaden. Wobei ich ja immer bei RPGs die Devise vertrete, aufpowern kann man immer noch nach einer Niederlage. So wie ich das damals ja bei dem Albtraumfresser gemacht habe. Also das heißt, wenn ich hier eine Niederlage einstecken muss gegen den bösen König im Laufe der nächsten paar Folgen, dann ist natürlich klar, ich werde aufpowern. Guckt euch das mal an und ich weiß auch genau, wo ich das machen werde. Bitte, bitte. Nein, du Drecksau! Ah! Ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Ahnung, was ich falsch mache. Ich glaube, die habe ich tatsächlich. Und, da werde ich mich nach diesem Kampf gleich mal drum kümmern. Denn das ist ja wohl eine Frechheit, ja? Xenia steigt zwar jetzt auf Level 54 und lernt auch noch einen schönen Zauber, Metasoma, aber ganz ehrlich, das war jetzt mal nicht gut. Komm, ich gehe mal kurz auf Martina, denn die ergreift ja meist die Initiative. Hat sie jetzt nicht getan, weil ich ihr diese verkackte Metallrüstung angesetzt habe und dadurch ihre Flinkheit ein wenig runtergesetzt habe. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Guck mal, wie wär's denn mit der... Die Uniform, da ist sie nämlich dann ganz geschwind.
Ist natürlich nicht so wirklich stark. Aber ich glaube, hiermit ist sie noch besser. Das war das, was sie vorher anhatte, ne? Ihre Kampfuniform, die wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit verbessern können. Ist immer noch auch an der Schmiedebank noch ein wenig verbessern können, oder? Ach, guck mal an. Aber wobei, Zauberkraft bringt ihr ja nicht wirklich viel, ne? Kann man sonst noch was ausrüsten? Nee, ne? Zaubern muss sie ja nicht können. Von daher, das lassen wir erstmal. Wir werden schon noch irgendwann die Gelegenheit haben, noch einmal ein paar weitere Ausrüstungsgegenstände zu schmieden. Jetzt ärgert mich das richtig. In diesem ollen Metallschleim. Ich werde gleich mal gucken. Vielleicht kann ich nochmal zurückkehren und nochmal den einen oder anderen Kampf hier wagen. In der Hoffnung, nochmal einem zu begegnen. Ich will nämlich jetzt natürlich auch mal eine Theorie prüfen, ob es der guten Martina gelingt, dann beim nächsten Mal die Initiative zu ergreifen. So. So, regenbogenfarbene Tuch nehmen wir hier gleich mit. So, und dann gucken wir weiter. Als nächstes, wo wollen wir denn hin? Nach außen können wir hier. Und hier geht es in den Mittelgang. Da wollen wir dann gleich erstmal gucken. Vorerst gucke ich mir die Damen hier erstmal nochmal genauer an. Cyclone-Giddy. Wir haben ja schon gemerkt, Wind ist sehr effektiv gegen die Fussies. Und ja, sollte die schon extrem geschwächt haben. Und die greifen mit ihren Haaren an. Ist ja widerlich. Na gut, halt. Da habt ihr nochmal einen schönen Magikross. Und Kamil steigt auf Level 56. Geht auch recht fix hier, ne? Udo auf 55 lernt noch einen weiteren Zauber, und zwar Saurik. Ich wage die Konfrontation abermals. Ah, und es hat sich gelohnt. Bitte, 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 bitte. Martina! 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 Oh, Martina! Ich gucke mal ganz. Habe ich nie noch eine Ausrüstungsgegenstand, wo ich sie schneller mache? Martina ist auch unsere größte Hoffnung immer. Komm, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Es tut mir leid. So, das Angriffstyp ist schon ganz richtig. Aber jetzt habe ich natürlich das hier wieder umgetauscht. So, lass mich mal gucken. Nichts, ne? Hier, Subias wird ein wenig hochgesetzt, dafür aber die Verteidigungskraft runter. Und der Charme. Ist egal, ich riskiere das mal. Weil scheinbar reicht es immer noch nicht. Ah, verdammt, das ärgert mich. Wenn die Viecher doch nur mal einmal angreifen würden, hätte ich wenigstens ein wenig Möglichkeit, vielleicht mit einem kritischen Treffer sie aus dem Kampf zu ziehen. So, jetzt wurde ich eingesperrt. Aber nur temporär, versteht sich. Wir holen ihn doch schon wieder raus. Mal an. So. Nehmen wir noch was mit und kämpfen dann gegen die nächste Dame auch noch. Oder auch gleich zwei an der Zahl hier. Das ist auch nicht schlecht. So. Ach komm. Machen wir es so. Und dann gehen wir mit dem Angriff weiter. So. Noch einmal ein harter Haarangriff. Den wir gekonnt einfach einstecken.
um dann zu kontern und Martina auf Level 54 steigen lassen. Und dadurch wird sie natürlich auch gleich noch schneller. Und ich guck mal ganz kurz beim Skillverteilen. Wir haben jetzt einige schon angesammelt, gerade bei Martina. Können wir sie vielleicht noch ein wenig, ja, ihr noch ein bisschen Power geben? Hier. Das können wir natürlich, ne? Das ist jetzt... ihre maximalen HP erhöhen wir auch. Und guck mal, da haben wir gleich noch den richtigen, das richtige Feld aufgedeckt und kriegen noch 10 zusätzliche Punkte. Können wir das schon? Nee, da fehlt noch eins. Aber das können wir gleich machen. Miracle Moon. Schalten wir das mal frei. Und jetzt liegt uns offen, das hier zu offenbaren. Bakuretsu Kyaku. Ah, da können wir eine Kick-Kombo auf den Gegner vollziehen, wenn wir natürlich genug Punkte haben. Das versteht sich von selbst. Das heißt, wir müssen noch ein wenig sparen. Ich verteile jetzt nur mal bei den Charakteren, die in unserem Team sind. Kurando, können wir noch mal ganz kurz gucken, wo wir da weitergehen. Hier. Kritische Trefferrate können wir hier erhöhen. Auch nicht schlecht, ne? Oder was haben wir noch? Oder die Heldenwerte haben wir auch noch nicht wirklich. Es gibt so viel, was wir noch machen müssen. So, und ich gucke mal ganz kurz, um mir einen Überblick zu verschaffen. Turdos, mit einer heiligen Aura können wir dafür sorgen, dass schwache Gegner nicht mehr näher kommen. Ich weiß nicht, wollen wir das? Ich bin ja immer so ein bisschen bedacht, dass man auch seltene Skills kriegt und hier vor allem die Fragezeichen-Dinger aufbricht. Ist auch da oben bestimmt was Gutes, ne? Hayabusa Gidi ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber das ist alles auf jetzt auf Einhänder, ne? Aber egal. Wir müssen eh nach oben. Gigaslash. Ich möchte das Teil öffnen. Dafür brauchen wir die Skills noch. Also heißt es, wir müssen noch ein wenig sammeln. Greg, bei dir bin ich jetzt nicht so sicher. Wollen wir da nochmal auf der Axt weiter rumreiten? Majin Gidi. Ein, Kaichinuichi-Giki, also ein kritischer Treffer. Vielleicht nicht schlecht. Helden-Skills wären vielleicht auch gut. Machen wir das einfach mal. Früher oder später wollen wir alles haben. Es geht jetzt nur drauf, darum, in welcher Reihenfolge wir was machen. Xenia haben wir recht viel noch. Magierin haben wir. Stab. Wir gehen erstmal hier nach oben. Und das ist jetzt hier natürlich der Bereich, wo es darum geht, unsere Kollegen ein wenig zu schützen, in Schutz zu nehmen und vor Schäden zu bewahren, wie hier zum Beispiel Windelementarschaden und sowas. Ich mach das mal, da wir jetzt das Panel aufbrechen können. Und hier vor Lichtangriffen. Wie sieht's mit Finsternis aus? Blitz und Erde. Sollten wir vielleicht mal warten, noch ein bisschen. Peitsche benutzt sie ja nicht. Kann aber hier nach und nach in die Richtung auch weitergehen. Schutz der Göttin. Und hier... Ich will erstmal das Panel aufbrechen. Zack. Was haben wir denn hier? Sie nimmt eine Waffe in ihre rechte Hand und fängt an zu kämpfen. Oh, das ist auch nicht schlecht, oder? Kann man so dann zur Kampf-Amazone machen. Oder hier Engelschutz. Boah, da braucht 65. Boah. Wenn man selbst stirbt, wird man wiederbelebt. Das behalten wir. Da sparen wir drauf, wollte ich eher sagen, ne? 65. Ich hab's mal gleich gesehen. Verdammter Mist. Ich glaube, wir müssen mit ihr erstmal noch ein bisschen wirklich die Erfahrungspunkte zurückhalten. Und da haben wir wenigstens ein bisschen was verteilt.
Jetzt erstmal einmal kurz hier lang. Hier glänzt nichts in den Ecken, oder? Nee. Ist schon interessant. Also ich bin jetzt, ich muss eingestehen, ihr habt das auch schon gemerkt, ich bin nicht so der Taktiker, ja? Was es angeht, mit welchem Skill mache ich genau? Ich gehe da so ein bisschen nach gut dünken, mach mal das und das, weil ich eher entspannt spielen möchte. Ihr seht das auch bei der Ausrüstung oder sowas. Ich mache mir da keine große Liste, was jetzt für den Gegner am besten geeignet ist. Das gucke ich immer so, so nach wirklich tatsächlich gut dünken oder beziehungsweise nach meinem Gefühl mache ich das und oft klappt es auch ganz gut. Und ja, entsprechend nicht wundern, wenn mal die ein oder andere Wahl nicht richtig treffend ist. Aber so bin ich nun mal. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen oder was habt oder irgendwelche, keine Ahnung, Ratschläge, dann könnt ihr mir die gerne zukommen lassen in der Kommentarzeile. Dann werde ich mich dem natürlich gleich annehmen. Haben wir denn irgendwas Schönes jetzt gelernt? Ja, hier die ganzen Schutzzauber-Fertigkeiten. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, sowas für mein Petto zu haben. Kurando, hat der noch was gelernt? Ich glaube nicht, ne? Zumindest nicht fürs Großschwert. So, Drake hat sie jetzt in den Kasten genommen. Das lasse ich natürlich nicht zu. Meinen guten Kumpel lasse ich mir nicht wegklauen, nicht wahr? Da steigt Kurando gleich auf Level 57. Geht schon recht fix. Wäre natürlich schöner, wenn jetzt noch ein Metallschleimkönig kommen würde. Nicht wundern, dafür greife ich die jetzt auch alle einfach nochmal an. In der Hoffnung, dass wir nicht geklaut werden, sondern dass wir noch einmal gleich einen Metallschleimkönig begegnen können. Und dann auch noch das Glück haben, ihn besiegen zu können. So. Jawoll! Die Olle ist erledigt. Eine haben wir hier noch. Komm schon. Kämpft gegen mich, ihr holden Maiden! Ich mach's auch kurz und schmerzlos, versprochen. Wobei, jetzt sind sie leicht angeschlagen. Das wird also doch eher schmerzhaft werden. Und da versuchst du auch noch Kurando um die Finger zu wickeln. Das lassen wir natürlich nicht zu. Das ist ganz schnell besiegen. Jawohl! Also man merkt schon irgendwie fast, dass Kurandos kritische Trefferrate ein wenig gestiegen ist. So, ich gehe noch einmal ganz kurz hier hin. Und besiege die Monster, die hier sind. In der Hoffnung, ihr wisst schon, dass abermals ein Metallschleimkönig kommt. Weiß, ist mal wieder sehr repetitiv hier, weil wir die ganzen Monster schon alle besiegt haben. Aber es könnte sich ja lohnen. Majin Giri. Leider nicht getroffen. Jawohl. Das gab gut Punkte. Hat sich also schon gelohnt. Machen wir es denn? Da. Ohne Musor. Um hier mal ganz schnell die Karten auf den Tisch zu legen, ja? Ach, das waren sie schon. Na gut. Aber hier haben wir noch die beiden Schmusekater, die wir sehr gerne im Kampf jetzt
vernichten werden. So, das war Nummer 1. Dann kommt Nummer 2. Komm her. Und Nummer 3 wartet ja schon vor dem anderen Eingang auf uns. Wir haben keine Metallschleimkönige dabei. Leider. Jetzt aber, komm schon. Also gut. Dann bleibt uns jetzt nur noch der Gang hier vorne hin. Die Olle lassen wir da im Gang stehen. Dafür knöpfen wir ihn uns hier vor. So, mein Freund. Greif ruhig an. Ist mir relativ egal. Denn wir schicken dich jetzt ins Paradies. Also gut, jetzt sind wir im zweiten Stock, hier in der Haupthalle. Das sieht verheerend aus. Also, dort wo wir hingehen, ist ein schwarzes, finsteres Siegel. Wollen wir die Kraft des Hellen benutzen, um es aufzubrechen? Scheint zu funktionieren, wir machen das einfach mal. Dabei zerberstet die Kristalldecke. Ah, und die Kristalle, die hier im Umfeld die Wände gesäumt haben, sind zerstört worden. Wir können jetzt mit Monstern hier nach oben reisen. Ach, dafür sind die Reittiere gewesen. Keine so schlechte Idee. Das macht es uns natürlich später leichter. Guck mal, wen haben wir denn hier? Mademoiselle, wir kümmern uns doch gleich um dich. Keine Sorge, dein Warten hat endlich ein Ende. Oh, 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 oh. Komm mal her. Aber ein Artgenosse von dir mit silbernem Schimmer-Schleim würde mir doch gleich viel besser gefallen. So, damit ist auch er besiegt. Ah, guck mal an. Hier ist aber auch echt was los, ne? So, wie werden wir hier voranschreiten? Vielleicht mit einem kritischen Treffer. Ist das schon mal ein guter Einstand? Oh, aber er kann sich recht schnell wieder heilen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber die vielleicht auch nicht mit meinem Ränkeangriff. Sehr gut. Und da steigt Shelby auf Level 56 an. Noch so eine Raubkatze, die leider nur in Begleitung einer Mademoiselle hier erscheint.
Miststück. Na gut, dann halt mit einem Yoda hier angreifen. Wollen wir Kuda nochmal da rausholen? Und ihn zu Kleinholz verarbeiten. So, jawohl. Ein Gemaseki nehmen wir mit. So. Okay, die wollen es aber echt wissen mit ihren Schleimbeschwörungen. Sehr, sehr gerne, Kameraden. Damit sollten wir es eigentlich schon geschafft haben. Oder? Immer noch nicht. Oha. Jetzt aber dann, ne? Genau. Das ist eine ordentliche Anzahl an Magiern, die sich hier versammelt. Aber die sind wahrscheinlich alle hierher gekommen, um ihren bösen König, ihren Anführer anzubetteln und ihm Ehre zu erweisen. So, ja, gut, okay, das nehmen wir mit. Slime Oil. Und selbstverständlich wollen wir nun auch die restlichen Kreaturen hier vernichten. Denn ich habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir vielleicht doch nochmal die Gelegenheit gleich kriegen, einen Metallschleimkönig zu besiegen. Nicht nur die Begegnung zu haben, sondern ihn dann auch zu töten. Hier. So, den werden wir natürlich mit einem KM Barai ganz schnell die Leviten lesen. Und mit einem Yoda sollte das auch besiegelt sein. Genau. Genau so wollte ich das sehen. Das war's schon. Na gut. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt geht es nach draußen. Und von hier dann wahrscheinlich weiter hoch oder in ein anderes Teil des Gebäudes. Was ist das denn? Ach du meine Güte. Ein verrücktes Dreiergespann. Wen haben wir denn hier? Ein Satan-Führer. Und zwei von den Gigondans. Na gut. Ich will erstmal den erledigen. Aber wir können auch mal versuchen, vielleicht alle drei zugleich zu treffen. Und dieser Grigon Dance, oder wie er heißt, will uns gleich mit seinem Tanzgeschick hier Schaden zufügen. Oh, Ionasum. Das hat gesessen. Jawohl, einen Dämonenschwanz nehmen wir noch mit, heilen uns und dann geht es weiter den finsteren Turm hinauf. Allerdings erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Hier an dieser Stelle endet dieser Abschnitt und in der nächsten Folge geht es natürlich dann auch direkt weiter. Bis dahin könnt ihr dann mal schön kommentieren und liken. Ich freue mich auf euch und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.